Bei der letzten Session ist es darum gegangen, wie Tourismusorganisationen mit Blocker zusammenarbeiten können, welche Chancen gibt es, aber auch welche Gefahren gibt es dabei. Es ist durchaus kontroversiell diskutiert worden. Die erste große Frage ist, wer oder was ist überhaupt ein relevanter Blocker? Und da zeichnet sich schon ab, dass Social Media nicht mehr wegzudenken ist, sondern das ist ein weiterer Kanal. Es ist sicher nicht der ausschließliche Kanal, aber ein weiterer, auf den wir als Tourismusorganisationen in Zukunft sicherlich schauen müssen. Kontroversiell wird es dann ein bisschen, wenn es darum geht, ob man Blogger für ihre Arbeit bezahlen darf oder nicht. Einerseits müssen Blogger, wie wir alle, auch leben. Andererseits wollen sie die Freiheit haben, über alles zu berichten, so wie sie die Welt oder die Destination sehen. Und da kann es durchaus einmal ein bisschen unterschiedliche Auffassungen geben, vor allem wenn wir als öffentlich-rechtliche Organisationen öffentliche Gelder aufwenden und dann vielleicht damit kritische Beiträge produzieren oder gar negative Beiträge produzieren. Das ist natürlich nicht in unserem Sinne. Merkt man das vor allem Blogger Relations und der Kontakt mit Bloggern, dass das jetzt das Ganze ein bisschen praktischer auch wird, weil es war ein langer Thema für viele große Unternehmen, auch im Tourismus, dass das halt wichtig wäre, aber jetzt merkt man, wie das langsam immer mehr in die Praxis kommt. Merkt man schon, dass sich in diesem Thema jetzt mehr bewegt dieses Jahr als vielleicht letztes Jahr? Die Anzahl der Blogger nimmt jedes Jahr zu. Der Großteil der Blogger sind auch Menschen, die das so nebenberuflich machen. Die machen das wirklich als Hobby, weil sie gerne schreiben, weil sie ganz tolle Fotos machen und daher auch im Urlaub schöne Fotoserien auf ihren eigenen Blogs hochstellen. Und gerade im Jugendbereich merkt man es auch, im Outdoor, im Sportsbereich, dass Videos produziert werden mit GoPro und so weiter und so weiter und da wirklich ganz, ganz tolle Urlaubserlebnisse, persönliche Urlaubserlebnisse festgehalten werden. Und die haben natürlich einen unglaublichen Werbewert für jede Destination. Ja, wir versuchen eine Initiative, die nennt sich Bloggers in Residence im Salzburger Land. Es ist nicht sehr zielführend, einfach Blogger ins Land einzuladen und zu sagen, schreibt's drüber, sondern wir wollen wirklich Nischen bedienen. Das heißt, Kunstblogger oder kunstinteressierte Blogger können einen Monat lang in Salzburg an der Summer Academy teilnehmen. Die bekommen sogar täglich 50 Euro bezahlt. In Bakerstein gibt es das Sommerfrische Kunstforum, wo Bloggers eingeladen werden und mit Künstlern zusammentreffen und das Salzburger Land erleben dürfen. Foodblogger werden wir einladen rund um das Thema Käseproduktion und und. Also über diese Nischen versuchen wir aufmerksam zu machen, was es in diesem Salzburger Land alles gibt. Und da hoffen wir, dass nicht wir die Blogger suchen müssen, sondern die uns finden.